Hallihallöchen, liebe Leute. Teil 6 von Snoopys großes Abenteuer für die PlayStation 4. Wir haben noch das Musikschloss offen und da starten wir auch gleich mal los. Oh, Madame, darf ich um diesen Dancebeat denn? Oh. Musikalischer Vor auf. Oh, lecker. Oh. Ich bin gespannt, lieber Vor auf. Monokel zurecht rück. Und ich sehe, wir dürfen, glaube ich, den Boden nicht berühren. Ja, darf ich nicht. Aber ich habe gemacht, um zu zeigen, das soll man nicht machen. Weiß ruckelt. Alter Falter, komm, Spiel. Und wir brauchen jetzt wahrscheinlich ständigst diese... Das ist ja eine Amadeus-Fledermaus. Oh, der Kronleuchter, der wandert. Willkommen auf Downton Abbey, meine Damen, die Herren. Schröder. Na, das war Bach. Oder was spielt der immer? Bach, Beethoven, der spielt doch alles. Das ist doch göttlich. Alles wieder Schröder. Wir schalten Schröder frei. Aber das kann ja gar nicht sein, wir müssen doch Charlie noch finden. Da kommt doch sicher dann noch was. Komm, das kann doch nicht alles gewesen sein. Würde ich jetzt mal sagen. Weil als nächstes kommen sie ja. Schröder. Dank. Doppeljump. Aber sag mir, wohin mit uns? Hier entlang? Auf den schwebenden Notenblättern. So. Be cool. Was macht uns so be cool, wenn wir uns nicht bewegen? Nehmen wir gleich aus. Warte mal. Irgendwo, wenn wir wo stehen können. Da kann man nur als mit der Lupe durch. Aber ich bin kein Fan von der Lupe. Wenn wir die Lupe benutzen, ruckelt das Spiel. Das ist ja voll. Überhaupt nicht schön. Nein. Na komm. Lass mich doch raus. Und wieder rein. Doch nicht. Lalala, er singt uns zu Tode. Bewegt er sich, wenn wir auf Joe cool machen, macht er irgendeine Gestik? Okay, das typische Snoopy-Gespringe. Rumgetanze eines Snoopys. Hat Snoop Dogg eigentlich seinen Namen von Snoopy? Weil Snoopy, Snoop Dogg. Snoopity Dogg. Fischisselminisel. Die Fähigkeit ist einfach OP irgendwie. Wenn alle gefrieren. Und dann noch Double Jump. La 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 la, ihr Beethoven-Köpfe. Alle sind sie da. Bach, Beethoven, Händel und Schröder, wo bist du? Wir wollen Schröder retten. Auf zu Schröder. Der immer Musik spielt. Und Lucy, was ja eigentlich voll verknallt ist in ihn. Was? Man kann doch den Move. Geht der nicht mehr? Obwohl, es könnte auch, wenn wir uns zurückrennen an das Spiel, zurück in die Zukunft. Das Spiel sieht Biff in der Zukunft genauso aus wie hier. Unser Beethoven. Ja, Biff. Du hast es geschafft. Bist jetzt sogar hier in dem Spiel ein Easter Egg geworden. Fliegt! Falsche Töne! Flieget und sieget. Auf zu Schröder! Schröder! Level abgeschlossen! Dead Skill. Das musikalischen Skill der Vorhof wurde geschafft. Dein Hintergrund ist auch schon überall schrug, das ist Ludwigs Hütte. Mhm, Ludwigs Hundehütte. Ludwig. Von Beethoven. Oder? Doch. Ach Gott, muss ich wahrscheinlich schon, sonst können wir nicht weiter.
Ist zwar nett gemeint, aber leider ein bisschen schade, wenn das Spiel leckt, wenn die Lupe dabei ist, wo keiner weiß warum. Wenn so Spiele wie GTA auf der Konsole funktionieren, warum? Lassen wir doch sicher hier. Was? Da sieht man doch nicht mal, wo ich hinspringe. Es ist einfach nur eine Falle. Ja. Könnte es sein, dass uns hier das Leben... Nein, wir haben zu viele. Zu viel Leben eigentlich. Wir bekommen ja immer mehr Herzcontainer für... alles, was wir hier sammeln. Ah, pro Level. Darum haben wir auch schon so viele. Und ein Cookie. Cookie to go. Nein, da waren wir. Bonk. Und es hat Bonk gemacht. Sir Trimborn, falls Sie das sehen, dürfte ich Ihren Hut haben. Wir dinieren heute um zwei. Erst um zwei, Milady. Ja, denken Sie daran? Nein, es tut mir leid, dass ich hier auf Ihren falschen Gesang mir anhören musste. Voll der Jump. Es hat äußerst gemundet, Snoopy. Nein! Komm. Nach oben. Ja, das war Absicht. Ich wollte den noch kurz ausschalten. Bevor er hier uns von unten zu Tode singt. Da steht unter Strom. Und alles steht unter Strom. Komm, warum hältst du dich nicht fest da oben? Warten wir. Nein, das ist zu früh. Komm. Jetzt aber. Nein. Komm. Genau da. Nein. Nein, Swift Rich. Nein, natürlich nicht. Aber bis er dann wegspringt. Bis er wegspringt. Das Kostüm ist... Ich hasse es. Ich hasse das Kostüm, es ist so unnütz. Obwohl ich großes Sherlock-Fan bin. Und dann springt er gar nicht. Dead Jumping Skills. Wenn jemand fragt, das ist alles First Try. Und dann springt er nicht, obwohl ich X drücke. Snoopy-doopy-doo. Als nächstes spielen wir Scooby-Doo, das habe ich für Nintendo 64. Das ist eigentlich der einzig wahre Zeichentrickhund. Kommt mein Vater gleich. Nein, das ist Lassie. Du hast einen Pfadfinder gefunden. Ja. Findest ein Pfadfinder? Du den Rest der Truppe? Nein. Boah, wenn du jetzt runterfällst. Snoopy, dann aber. Überlege ich, ob ich mit dir zum Tierarzt fahre. Nein, natürlich nicht. Niemals! Was kann Snoopy dafür, dass die Steuerung hin und wieder ein bisschen, ja... Mit der Brille, mit der Lupe, die überhaupt nicht stört oder so. Und geschafft. Was kann der gute Snoopy dafür, dass die Lupe ein bisschen, naja, für Rage sorgt. Weil so lässt sich das Spiel angenehm steuern. Sobald die Lupe dabei ist, ist es störrisch. Hymnische Halle, die hymnische Halle. Hymnische Hallen, da darfst du verharren. Da oben wäre ein Woodstock. Nein, so kommen wir nicht hoch. Muss ich das mir nehmen wieder? Wahrscheinlich, ich brauch's ja. Machen wir mal weg. Vielleicht komme ich auch ohne weiter.
Und genau aus dem Grund. Da können wir nur weiter, wenn wir Lupe haben. Ich versuch's jetzt trotzdem ohne Lupe. Ohne Lupe lässt es sich einfach schöner spielen, das Spiel. Wäre ungelogen, wenn ich jetzt sagen würde, ja, mit Lupe ist das Geilste überhaupt. Aber... Nein, warten Sie auf mich, Herr Lift. Der Lifter soll doch warten auf uns. Doch Gottes Gnaden zum Kaiser von Österreich. Eindeutig fühle ich mich in der Lage, ihn sagen zu können. Mit Rotor Snoopy lässt es sich am schönsten spielen. Ja, eigentlich schon. Diesem schönen klassischen Anwesen fühle ich mich fast wie zu Hause. Was? Ja. Aber für was? Mal gucken, ob es hier weitergeht. Aber es sind doch nur die Bohnen. Die kann ich doch auch ohne eigentlich wahrscheinlich viel schneller holen, oder? Eigentlich schon. Ich sehe hier eigentlich keinen Grund, warum ich eigentlich hier Pfadfinder werden sollte. Da gibt ja überhaupt keinen Sinn. Ist da ein Sinn drin? Waren jetzt, glaube ich, die einfachsten überhaupt, oder? Und da könnten wir Pfadfinder. Aber das kann ich doch hier auch holen. Für was soll ich denn das da hinten dann schon missbrauchen? Oh mein Gott. Ah, ein... Du hast einen Pfadfinder gefunden. Einen Wutztürk. Findest du auf den Rest der Truppe? Und da ist ja überall Rotor Snoopy einfach am besten. Du hast einen Pfadfinder gefunden. War das nur für den Pfadfinder? Okay. Geht's hier gar nicht weiter. Doch. Auf der Plattform rechts. Weil die geht am höheren. Und dann wahrscheinlich noch weiter nach rechts. Gut. La 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 la. Copyright verletzt. Das tut mir leid, ich hoffe, ich singe zu falsch, damit niemand sagen kann, du hast den guten Beethoven nachempfunden und gesungen. Und auch dieses Level geschafft. Die Hymnen sei unser. So, weiter geht's. Virtuosenkammern. Die Virtuose unter uns. So, weiter geht's. Bei den Virtuosen. Wir gleiten. Warum? Kann ich denn nicht in der Luft? Nein, leider nicht. Schade, ich hätte gedacht, wenn sie wegjumpt. Du hast einen Pfadfinder gefunden. Findest du auch den Rest der Truppe? Findest du etwa den Rest der Gruppe? Kennst du sie alle? Finde sie alle. Wenn es Pokémon wäre, bitte gerne. The Moon. Wenn es Pokémon wäre, gerne. Gerne. Können wir gerne darüber reden, wie wir alle immer finden. Rocket!
Raccoon. Die Raccoons. Das gab es doch auch mal. Die Raccoons. So, und hoch mit uns. Timmy. Was so ein Aquarium am Kopf alles ausmacht, ne? Nein, doch. Da ist wieder ein Woodstock-Symbol. Mal. Nächstes Mal spiele ich alleine zu zweit mit zwei Controllern. Lololo, und noch ein Kopf. Für keine Schwerelosigkeit. Ne, keine, fast keine. Weniger. Sagen wir weniger. Dann ist Wasser im Virtuosenkammer, ja? Warum? Ist schon so viele Tränen vergossen worden, um Virtuose zu werden? Du hast einen Pfadfinder gefunden. Virtuose oder Spirituosenkammer wäre auch cool gewesen. Hey, Snoopy, du musst trinken. Komm. Als ob Mister der Schuh El Bandi würde hier durchdrehen wahrscheinlich. Oh, Hoch mit uns. Wer hat letztens im Stream geschrieben? Ich weiß es nicht mehr. Er guckt jetzt alle zurzeit die ganzen... nicht nackte Kanone. El Bandi, ne? Eine schrecklich nette Familie. Diese Jump Skills. Was ist mit den Augen? Ist es die Maske, die da verdreht wirkt? Ja, ich glaube schon. Nein, bitte nicht. Alles mit tut, aber wenn sie unbedingt notwendig ist, würde ich gerne auf die Lupe verzichten. Weil es lässt sich angenehm spielen, ohne. Immer wieder erwähnt. Und auch die Virtuosenkammer. Locker flockig. Verstopft. Da winkt uns der gute Snoopy noch ein bisschen. Snoopy doopy doo. So, weiter geht's. Ist es die letzte Welt? Tastatur des Marmorpianisten. Der Marmorpianist. Und jetzt? Schröder! Naja, ich befürchte Schlimmes. Wir müssen wahrscheinlich einfach alle, oder? Erklingen lassen. Nicht? Oder doch nicht? Ich glaube aber vielleicht... Okay, die werden kaputt, wenn sie... da draufschlagen. Oh. Was sind das für Tasten? Komm zu mir. Hallo? Marmorhand? K.O. Wir haben Schröder, wir haben Schröder. Wir haben Schröder freigeschaltet. Musikalisches Alter für Schröder, komm nach Hause, Snoopy. Der Film, so traurig, Snoopy, komm nach Hause, da heißt er so. Ich kann es kaum glauben, ich wurde als Letzter gefunden. Endlich gewinne ich auch mal. Ich kann es kaum glauben. Hä? Das kleine rothaarige Mädchen? Das sind nicht die Freunde, also die, auf die er... sind nicht die er einen Stand auf ihn? Also ist sie nicht? Also ist er nicht verliebt in die rothaarige?
War das alle? Man muss nicht mal Charlie finden? Ich glaube, wir haben es durch. Dead End Boss. Skill hoch 8. Ja. Gucken wir, ob es noch was zum Freischalten gibt dann. Aber ich hätte mir jetzt schon ein bisschen einen Endboss gewünscht irgendwie. Wenn es die Hände... Wenn ich an Hände denke, muss ich an Donkey Kong Country Returns denken. Die, das Endboss-Dings da, die Bongo-Controller, der Bongo etwas mit den Händen. Oder die Master-Hand von Smash. Ist die Smash? Das ist ein Smash. Um den Sunrise zu zitieren, nein, ich werde die Credits nicht vorlesen. Technical Artists, Head Artists, Animations, Matthias Rufficher, André Manoko, Sebastian Barras. Nein, das mache ich natürlich nicht. Auch auf jeglichen Wünschen hin vom Sunrise. Sorry, nein, diesmal nicht. Ja, ist ein knuffiges Spiel für zwischendurch. Leider Spielzeit ist, wenn jetzt wirklich nichts mehr kommt, muss ich sagen, dass es witzig ist, wirklich für zwischendurch, für jüngere Spieler sicher ein Kauf wert, aber zu dem Preis, was es jetzt kostet, zum Vollpreis, muss ich persönlich sagen, es ist ein bisschen too much. Es ist zu viel, 50 Euro auf der Wii 40, okay, für Wii U 40, 3DS glaube ich 30, wenn ich mich, ich glaube schon irgendwie so, aber zum Vollpreis 50 Euro für ein paar Stunden Action oder für ein Jump and Run zwischendurch. Es ist witzig, wie gesagt, ich liebe es, ich bin großer Fan von Snoopy und von dem ganzen Drumherum. Freue mich auch schon auf den Kinofilm. Ah, 50 Flocken für das Game. Hm. Ein Fluffy rausgeworfen. Ja, nett. Achievement, geile Leute. Ah, ich habe ein Achievement. Wahrscheinlich war das jetzt Platin sogar, weil wir es durchgespielt haben, oder? Nein, Platin gibt es erst später. Ja, war spaßig. Kann man weiterempfehlen, wenn der Preis passt. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder auf The YouTube. Mal abwarten, vielleicht kommt noch was, vielleicht nicht. Kann ich die Credits? Dann lassen wir schon. Activision Publishing. Activision Publishing. Dippen, Call of Duty. Mal gucken. Sonst überlege ich schon, was als nächstes auf YouTube kommt. Man hat ja Zeit. Jetzt. Gerade. Ah, mal gucken. Games hätte man ja. Aber was? Was wünscht sich denn das gemeine Fußvolk? Nein, was hättet ihr denn gerne? Was wünscht ihr euch denn, wo man sagt, es ist für YouTube besser als für Twitch? Mal gucken, weil ich finde Games, es gibt gewisse Games, die auf YouTube nicht so passen einfach. Dafür gibt es andere Games, die auf Twitch auch nicht so passen. Ich würde ja gern mal eigentlich streamen, aber da weiß ich, das würde nicht passen. Das ist Journey für PlayStation 3, was auch für die HD-Remake-Version gibt, oder Remastered-Version gibt, für PlayStation 4. Und das kannst du fast nicht streamen, weil es würde die Atmosphäre vom Spiel komplett zerstören. Und das passt einfach nicht. Journey ist großartig, göttliches Spiel. Ich bekomme jetzt ungelogen Gänsehaut. Ja, geil. Und aber würde ich persönlich, glaube ich, wollte ich mal streamen. Wenn überhaupt, würde ich sagen, ja, das ist so YouTube-mäßig vielleicht interessant, wo ich dann eher mehr die Klappe halte, mich aufs Spiel mehr konzentriere und nicht immer, ah ja, okay, sei gegrüßt, Hallöchen, danke für den Follow, du geiles Stück. Nein, aber es passt, das würde nicht passen. Das würde die Stimmung vom Spiel zerstören. Es war schon schlimm genug damals, 1879, wie wir Until Dawn gestreamt haben und ich habe gesprochen. Ich musste mich zurückhalten. Muck hat dann schon zu mir gesagt, hey, guck mal, es fällt dir richtig schwierig. Ja, es fällt mir auch schwierig, wenn ich ruhiger, leise und zurückgehaltener sein muss, darf, kann und möchte. So. Ich glaube auch nicht, dass es der Sinn wird, dass man hier die Credits so zu kaputt spricht.
Wahrscheinlich fallen die gleich auseinander. Soll ich einfach mal auf zurück drücken? Ich drücke auf zurück, komm. Obwohl der Soundtrack schon geil ist von Snoopy. Zurück. Er läuft einfach weiter. Ach komm. Ach komm. Spiel fortsetzen. Gucken wir mal, ob es noch was gibt. Haben wir noch was? Schröder und Lucy. Da gibt's nichts. Himmel über Paris. Pariser Untergrund, Musikschloss. Das rothaarige Mädchen. Auf das Charlie ja verliebt ist. Sind wir schneller, wenn wir laufen? Vielleicht. Peppermint Patty und Charlie. Beide am Baum. Das ist auch so ein Bild, das man kennt. Hasentempel und Monoberfläche. Nein, wir haben das Spiel beendet. Meine Damen, meine Herren. Gibt hier noch was? Musik und Effekte zurück zum Spiel? Nein, leider. Leider nein. Dann sage ich nochmal herzlichen Dank fürs Zugucken. Fürs Dabeisein. Ich versuche, dass ich wieder ein bisschen aktiver auch auf YouTube bin. Aber wie ich immer wieder sage, Twitch ist einfach love. Twitch is live, Twitch is love, ja. Twitchy, Twitchy. Wir sehen uns, man hört sich. Und ich bin, ich war euer Nachti. Tschüss, ja. Bye, bye und so weiter. Und so fort. Ach, der Udo Lindenberg sagt jetzt mal auf Wiedersehen. Wir werden uns hoffentlich bald wiedersehen und bye bye und tschüss.